Hey Kinder, was geht denn bei euch ab? Willkommen zu meinem ersten Commentary. Ich habe gestern mit Werl und ich, Big Wallin und ich, sein Kanal ist in der Beschreibung, wir haben gestern ein bisschen gezockt und so und da und die Elgato mitlaufen lassen, also im Flashback-Dings oder wie das heißt. Und da habe ich jetzt endlich mal 50 Kills gemacht oder ein bisschen darüber hinaus. Mit dem ganzen Kram, also Lethal oder wie das heißt, ne? Wenn man mit den Punkteserien und sowas. Und ja, er hat gesagt, ich soll unbedingt mal einen Commentary machen. Wir haben letztens darüber gesprochen, wir waren auch gestern, bevor wir gezockt haben, kurz bei uns im Casino, haben ein bisschen unser Geld verzockt. Wollten eigentlich gewinnen, aber irgendwie ist da was falsch gelaufen. Und danach noch im Burger King, und ich glaube im Burger King haben wir uns dann unterhalten über die Szene an sich, über Commentaries, speziell Discord und sowas. Und irgendwie ist es voll merkwürdig, finden wir beide, also... Er macht das ja auf seinem Kanal, deswegen ist es für ihn wahrscheinlich nicht so merkwürdig wie für mich. Man sitzt ja tatsächlich da und erzählt über irgendwas und das Gameplay läuft im Hintergrund. Es könnte irgendwas sein, ist ja völlig egal. Und das ist irgendwie merkwürdig, weil ich es ja sonst gewohnt bin, dass ich mit dem Ding arbeite. Deswegen habe ich es jetzt hier auch laufen und ich habe es auch auf dem Ohr, dass ich zuhören kann. Das war übrigens voll behindert, da hat er mir auf die Fresse gegeben, der Kerl. Ich dachte, da wären Mates. Den habe ich gesehen, keine Sorge, der ist da weggehüpft. Ich wollte nur nicht direkt reinspringen, ich wollte auf C, weil ich echt ein Schwein bin. Und ja, wie gesagt, das war jetzt das erste Mal, glaube ich, dass ich 50 plus hatte. Ich bin nicht gut bei COD, also wir wollen nicht dödeln da so rum. Wollen ist auf jeden Fall besser. Ja, wollen, jetzt erzähl keinen Scheiß. Wollen ist immer nah an der DNA dran. Oder oft. Oft. Also non-lethal heißt es, glaube ich, wenn man es nur mit der Piste, nur mit seiner Waffe eben macht. Und ich habe halt meine, die Abschüsse, die Abschusslisten, den Warbird und die Bombardierung und Paladin. Ich brauche das einfach, ich kann das nicht mit der Drohne und so. Ich will selbst was haben, was für mich kämpft. Und ja, das ist jetzt wie gesagt mein erstes Commentary, das war die Einleitung dazu, sehr lange Einleitung. Ich habe eigentlich kein Thema, lass mich kurz überlegen. Und zwar folgendes. A gesichert. Ach Gott, habe ich da spannend gespielt. Am Anfang ist es wirklich ein bisschen langweilig. Vor allem auch gleich, wenn ich mich hier verbeute bei B. Ich habe nämlich gesehen, dass ich meine Streaks gleich habe, also wollte ich es nicht sofort auf die Fresse bekommen. Und ja, aber da kam einer runter auf B gehüpft. Ich habe ihn nicht genutzt. Warum nicht? Ach, der ist oben geblieben. Ich bin jetzt tatsächlich etwas hier. Guck mal, wie ängstlich ich da stehe. Das Schlimmste ist mit der verkackten Bombardierung, dass ich mich selbst auch weghaue mit der Bombardierung. Aber egal, jetzt kommt das Thema. Und zwar, Leute, kauft ihr eure Spiele live? Kauft ihr eure Spiele direkt im GameStop, Mediamarkt, Saturn oder was weiß ich? Oder bestellt ihr lieber? Wie macht ihr das im Moment, sag ich mal? Man hat ja immer so Phasen, ne, wo man es direkt haben will oder nicht. Weil ich möchte jetzt wirklich sehr gerne GTA 5 haben. Um da unter anderem einfach, ne, GTA 5 zu haben, auch auf der neuen Xbox One zu zocken, natürlich auch mit euch zu zocken und sowas, weil GTA 5 einfach ein Spiel ist, was mal partymäßig so ein bisschen, ne, das macht voll Bock zu zocken. Und da überlege ich jetzt gerade, wie ich mir das kaufe, ob ich mir das jetzt einfach im Mediamarkt kaufe oder ob ich mir es bestelle. Möglicherweise, wenn ich es bestelle, spare ich vielleicht 5 oder 10 Euro. Aber ich will es jetzt eigentlich haben. Jetzt. Ich will jetzt losfahren und das kaufen, aber das mache ich jetzt eh nicht. Ich kaufe mir das Wochenende eh nicht. Ich könnte es eigentlich bestellen. Ich bestell's. Wie macht ihr das? Bestellt ihr gerne? Wartet ihr gerne? Habt ihr richtig so diese Vorfreude? Jawohl, bald kommt's. Oder hockt ihr da, ihr bestellt, drückt auf Bestellen und rennt raus und guckt den Briefkasten, ob es schon da ist? Weil so... Ich bin jetzt nicht unbedingt so. Ich bestelle sehr viel sogar im Internet. Aber trotzdem ist es dann irgendwie eklig, ne? Vor allem ist es bei uns echt so, dass die Scheiß... Böck von DHL, also ich will das nicht alle beleidigen. Nur den einen oder die paar, die verdammt nochmal so gut wie nie zu uns reinkommen. Also an die Tür. Die gehen da, ich schmeiß den gelben Zettel ein und hauen ab, dass ich dann am nächsten Tag erstmal einen Scheißdreck bekomme. Und wenn der gelbe Zettel am Samstag eingeworfen ist, bekomme ich erst am Montag. Und ich habe schon gesehen, es gab natürlich schon Fälle, ich sag jetzt mal in 15% der Fälle. Kommen die Personen rein, klingeln, klopfen und geben das Paket ab, so wie man es machen soll. Aber manche, ich habe schon beobachtet, also vor allem als ich auf meinen neuen PC gewartet habe, hier. Also auf meinen PC, als er damals halt neu war, habe ich den DHL-Wagen draußen vorfahren gesehen, oben bei mir am Fenster. Und habe die Haustür aufgemacht und habe dann nur noch gesehen, wie derjenige diesen Zettel schon reinstopft. Und dann habe ich halt Stopp gerufen und dann bin runtergepirscht und dann habe ich mir meinen Scheiß geholt. Einfach den Zettel einschmeißen und sich verpissen. Was soll denn der Kack? Aber warum? Ich habe dann den Ding bekommen, weil ich hier rausgerannt bin und gesagt habe, halt Stopp. Und die haben noch nicht mal versucht zu klopfen.
sie hat noch nicht mal versucht zu klopfen. Also irgendwie reinzukommen und mal, also in den Hof, da ist unten eine Tür, dann geht man hoch, da ist noch eine Tür und oben ist noch, und da ist noch eine Tür. An irgendeiner Tür kann man ja klopfen und vielleicht ist da jemand da. Naja. Ja. Bestellt ihr oder kauft ihr? Das Gameplay geht zu lang. Ich kann nicht so lang. Ich kann das nicht. Ich kann keine Commentaries im Nachhinein machen. Ich muss live dabei sein und mich aufregen. Halbzeit erst. Wollt ihr mich verarschen? Wie bitte? Zum Glück habe ich alle gemutet. Sanji. Gucken wir mal. 25-4, das war ja schon gar nicht so übel. Und, ich glaube, ich bin dann noch... Ich weiß nicht, bin ich nochmal gestorben dann? Bin auf jeden Fall abeskaliert später mit meinen Serien. Ich würde es gerne vorspulen einfach und den ganzen Scheiß hier lassen. Was ist hier los? Also, Kinderlein. Ah. Ich weiß nicht, das war's. Hey. Vor allem kann ich es noch nicht mal schneiden. Ich dachte erst, ich nehme ein Commentary auf, also ich nehme irgendwas auf, ein Thema, wo ich wirklich hier durch die Wohnung renne und auf den Boden kack. Und dann schneide ich es zusammen und dann ist es das als Commentary oben drin. In der Ding. So, aber jetzt, weil ich ein bisschen Bezug auf das Ding nehmen wollte, weil ich mir überhaupt nicht vorstellen kann. Ich finde, das ist irgendwie komisch, ne? Man hat das eine und das andere und das ist völlig getrennt. Wollte ich jetzt, aber zumindest hier dabei hocken. Guck mal, wie ich die wegpimmel. Und da habe ich mich da hingelegt, ich als Schlitzohr, mein Paladin schon drauf gerotzt. Das hat schon Spaß gemacht. Kann man sich mit dem Paladin auch selbst umbringen, wenn man sich selbst trifft? Ja, ne? Ja, ich weiß es nicht. Geht es? Killer, gib bloß Obacht. Ich meine, Dummbabbler. No, don't do it. No. Irgendjemand hat letztens geschrieben, dass er mich weiterhin immer, dass er mich immer Killer nennen wird. Mentu, du altes Schlitzohr. Komm, wie ich sie nicht treffe? Bin ich behindert? Bin ich betrunken? Ist er runtergefallen? Nee, ist er nicht. Ja, das war schön. Das war geil. Das war schon schön. Ja, komm schon. Diese Raketen, wie sie einfach... Also es sind ja keine Raketen, aber es sieht aus wie Feuerwerksraketen, ne? Ja, bam. Oh Gott, das ist cool. Ich gucke einfach selbst zu. Ich mache Videos, wie ich meine Gameplays angucke. Und dabei ist aber... So, eben habe ich kurz einen Anruf gehabt und jetzt habe ich es... jetzt muss ich so weitermachen, kurz nachsynchronisieren praktisch, nachlabern halt, ja. Ich habe jetzt hier am Ende, was habe ich hier noch gemacht? Das war kacke. Manchmal, wenn man die Dinge aufhebt, die Waffen, sind sie nicht immer voll und dann haben sie auch noch Burstfeuer eingeschaltet. Das ist ja echt widerlich. Aber was soll man machen? Ich habe jetzt dann gegen Ende einfach noch meine Streaks abgefeuert und habe dadurch dann die dicken Kills gemacht. Ich habe jetzt für mich so festgestellt, jetzt während ich hier dieses Gelaber fortgeführt habe, dass es für mich echt auch schwierig ist, einen Commentary zu machen. Das ist so ganz komisch. Ich muss mit dem Ding interagieren, live, was ich da mache und nicht danach. Ich könnte jetzt auch einen nackten Bär im Hintergrund tanzen lassen und dazu irgendwas erzählen. Das hat ja nichts miteinander zu tun, irgendwie ist es schwierig. Jetzt für Dick hier das ist für mich zumindest noch ein merkwürdiges Gefühl, aber es ist wahrscheinlich auch zum Teil so, dass ich, weil ich kein Thema hatte. Ich habe vorhin die ganze Zeit Stress gehabt, ich muss unbedingt jetzt noch zack, zack, zack wieder ein paar Videos bringen und ne. Und dann macht man halt was, sag ich mal. Und ja, jetzt ist das hier dabei rausgekommen. Aber immerhin könnt ihr nicht stumm stellen und das Gameplay ist auch nicht wirklich gut. Das ist eigentlich alles schlecht, das ist alles sehr schlecht. Ich weiß nicht, wie ich am Schluss gespielt habe. Ich glaube 57,5 oder sowas. Also für mich war das schon mal sehr gut. Wahrscheinlich, also es ist gut. Moment mal, jetzt nicht das Licht unter den Scheffel stellen. Das war schon echt nicht schlecht, ich habe mich sehr gefreut. Wobei die Runde an sich halt aber eigentlich ziemlich langweilig war, ne, so wie ich gespielt habe. Und auch, ne, Aiming, Movement-mäßig ist da jetzt nichts Gutes dabei, ist einfach so normal. Die meisten Kills mache ich halt einfach mit meinen Abschussserien, und ja. Da, war's voll bitter, ich springe in diesen Shampoo-Tümpel da, in diesen lila, rosanen, und dachte noch, der fickt mich jetzt gleich tot. Ich dachte, ich kann fick mich nie. Und da wollte ich hier eine Waffe aufheben und steige in meinen scheiß Warbird ein. Das ist echt zum Kotzen, wirklich. Ich dachte kurz, ich hätte den Paladin aktiviert, da so mittendrin, wenn man einfach da so stehen bleibt, nackt, und den Paladin dann aktiviert. Da wusste ich nicht, wie ich das Ding am besten setze, aber ich habe es dann doch ziemlich gut gesetzt zum Ende hin, nach rechts. So, von unten nach oben rechts, irgendwie, ja, so drüber, genau, zack. Das hat einige Kills gebracht und dann eben den Rest mit dem Paladin noch drauf gerockt, also da kann man nichts sagen.
Nam, nam, nam. Vor allem, Wollen sagt immer, dass das desillusioniert einfach die. Also, desillusioniert ist das falsche Wort. Das schädigt die. Mir fällt das Wort jetzt nicht ein. Der Feinde, ne? Die regen sich dann auf, was schon wieder, Paladin, und dann haben sie schon, kriegen sie von ihm System Hack und Ultra Hardcore Penis Drohnen und sowas. Und dann, das demoralisiert die, genau. Die Moral sinkt und dann spielen die auch schlechter und dann kann man auch echt geiles Gameplay raushauen. Da sieht man, da hatte ich 25er, war ich auf dem 25er Streak. Und ja, das war schon. Das war schon cool. Das war schon cool. Das hat schon Spaß gemacht dann auch, obwohl mit dem Paladin es auch manchmal echt behindert sein kann. Weil die Feinde halt. Ab und an, kommt auf die Map drauf an, halt einfach in den Häusern drin stehen. Ich meine, das mache ich auch. Wenn Bombenteppich kommt oder eben ein Paladin oder irgendwas, verpisse ich mich ins Haus. Aber auf anderen Maps, die sind einfach so, da sind die Feinde eigentlich immer draußen und da geht's rund. Ja, aber wir haben sogar insgesamt gesiegt. Natürlich, wenn Warrior und ich spielen, sind wir das Win-Team, ja, ganz klar. Und da kommen die letzten paar Schuss, bling, 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 natürlich voll in den Anus. Ja, gucken wir mal. Wie waren jetzt die Punkte? 57,5. Ja, geht. Ja, also vielen Dank fürs Zusehen. Nächstes Mal mache ich das besser mit Thema und Pipapo. Schreit nicht so. Bis dann. Ciao, ciao.